Nachricht von Wolfgang Kubin, ein Nachruf auf Gerd Kaminski. Nur wenigen ist es gegeben, das geistige Leben abzuschließen, bevor das biologische Leben sein Recht auf ewige Ruhe verlangt. Der alte K, wie er sich auf Chinesisch nannte und wie die chinesischen Freunde ihn riefen, hatte im besten Eifer nur etwa ein Jahr gebraucht, um sein 90. Werk, ein Jahrhundertwerk mit gut 540 Seiten zu vollenden. China und die gelbe Gefahr, so der Titel, sollte im Juni 2022 Anlass für eine internationale Konferenz zum gleichlautenden Thema im Palais Trautson Wien werden. Wir zollten einem Mann ohne Vorahnung einen letzten Tribut, der wohl seit Erwin Ritter von Zach der bedeutendste österreichische Sinologe war und auf lange Zeit bleiben wird. Sein üppiges Lebenswerk zu einer Unzahl von Themen ist reich genug, um noch künftige Generationen lang zu beschäftigen. Die geladenen Gäste erschienen alle ohne Ausnahme zum letzten von vielen in der Vergangenheit anberaumten Symposien, sofern es der Flug- und Reiseverkehr erlaubte. Zuvor war der Presseclub in dessen Räumen namens Concordia zur Buchpräsentation gebeten worden. Von den etwa 100 Mitgliedern bequemte sich wohl nur ein einziger. Warum? Gerd Kaminski galt als China-Versteher. Man muss wissen, Versteher ist seit langem ein Schimpfwort im deutschsprachigen Raum. Wer versteht, ist ein Freund der freundlichen Hermeneutik, er drischt nicht blind ein. Aber eben hier liegt die über seinen Tod hinausreichende Bedeutung des von der österreichischen Journale großteils abgelehnten Gelehrten. Man unterscheidet heute in der Philosophie eine freundliche und eine feindliche Interpretation. So wird der eine Hörer zum Partner, die andere Hörerin zur Feindin. In letzterem Fall redete man besser. Macht sich diese durch Wortverdrehung und Desinformation selbst zur Feindin, ganz gleich, ob von China oder von einem China-Versteher. Verstehen ist eine Kunst. Es setzt eine Bereitwilligkeit voraus. Zuhören zu können und der anderen Seite das Recht auf eine eigene Meinung einzuräumen, um zu einem Gespräch und nicht zu einer Belehrung zu finden. Das setzt im anstrengenden Sinne viel Humor voraus. Hinter den verschmitzten Äuglein von Gerd Kaminski blitzte immer der Schalk auf. Er neigte nicht zur Verbissenheit, deshalb nannte ich ihn gerne Buddha. Aber selbst ein Fo, ein Buddha, kann und mag nicht den Unbilden des Lebens ausweichen. Wir unterhielten uns also bis ans Ende der Todesstunde über eine Widerfahrnis an der Universität Wien.
Ein Kollege versuchte die 1978 schließlich erfolgreiche Habilitation zum chinesischen Völkerrecht auf Teufel komm raus zu verhindern. Die Sache ging in die Presse, ja, bis ins österreichische Parlament. Mich wundert es heute nicht, dass besagter Widersacher kaum ein Buch hinterlassen hat, während der vermeintliche Gegner auf eine Sammlung von 90 Werken zurückblicken kann. Gerd Kaminski war von Haus aus Jurist, er lernte aber früh zusätzlich Chinesisch und reiste bereits 1972 nach China, als das Land eigentlich noch geschlossen war. Seitdem hat er nicht nur Institutionen in Wien zur Pflege der chinesischen Zivilisation begründet und ein Leben lang geleitet, sondern auch als Ratgeber dem österreichischen Außenministerium gedient, was ihm wohl den Titel Hofrat eingebracht hat. Eine Angelegenheit für manchen Scherz zwischen uns beiden. Ob Peking oder Wien, er verkehrte überall mit Kanzlern und Präsidenten. Das war sein Geschick zum Segen beider Seiten. Der Heimgerufene sah sich als einen Bemühten. Er bemühte sich um die sinologische Wissenschaft, so wie er sich um die Freundschaft seiner Heimat mit China bemühte. Sein Herz hing an den großen Fragen wie den Menschenrechten, zu denen er eine Konferenz mit chinesischen Gästen veranstaltete. Sein Herz hing aber ebenfalls an den vermeintlich kleinen Dingen wie der Pekinger Volkskunde und darüber hinaus. Er war ein herzlicher Gastgeber, so lud er nicht selten zur frommen Helene am Fuße seines Palais in der Josefstadt ein. Die Spendierhose stand jedes Mal weit offen. Er vergnügte sich an seinem Wiener Wasser, während ich den roten Veltliner vorzog. Wie jeder große Wissenschaftler plante Gerd Kaminski bereits jenseits seines 80. Geburtstags am 14. Dezember 2022 hinweg. Zwei Studien sollten es noch werden. Er sprach viel von Band 91, die Tagebücher seines chinesischen Schwiegervaters waren das Thema. Danach wollte er sich den Stadtgöttern widmen zwischen Peking und Kanton. Nun wird er eben diesen und mit diesen seine Wissenschaft fortsetzen. So gesehen gibt es keinen Grund zur Trauer. Wir haben dankbar zu sein. Die letzte Tat von Lau Ka war ein Boogie-Woogie mit seiner lieben chinesischen Frau kurz vor Mitternacht. Schwimmzüge und Spaziergänge waren noch vorausgegangen. Hat nicht der große Konfuzianer Meng Zhi behauptet, alle Kultur beginne mit dem Tanz? Sollte da nicht gleichfalls ein gelungenes Leben mit einem letzten Tanz enden? Clap your hands. Wolfgang Kubin. Danke.